Ja, Kevin Stotz, herzlich willkommen beim FKP. Die erste Woche ist durch, am Montag verpflichtet für unseren Traditionsverein. Wie waren die ersten Tage in Pirmasens? Ja, die ersten Tage waren sehr intensiv. Es war alles natürlich erstmal neu für uns, ja, die ganzen Spieler kennenzulernen, die Mitarbeiter kennenzulernen, das Umfeld kennenzulernen, die Trainingsbedingungen. Von daher einige Eindrücke, viele Gespräche, die geführt wurden, intensive Trainingseinheiten, lange Trainingseinheiten und jetzt heute mit dem Testspiel abgerundet. Ja, von daher, wie Sie sagen, viel neu, aber ja, wir kommen gut rein, denke ich. Sie haben das Testspiel angesprochen, heute erstes Spiel. Wie war Ihr Eindruck, erstes Spiel auf dem Platz? Ja gut, am Ende war das Ergebnis natürlich nicht ganz so erfreulich, auch wenn das Ergebnis für mich heute eher zweitrangig ist. Aber am Ende ist es trotzdem ein bisschen zu hoch ausgefallen, zu einfache Tore zugelassen, selber leider kein Tor erzielt, trotz drei Pfostenschüssen. Von daher, ja, ein Spiel, mit dem wir viel arbeiten können. Ja, wir werden es gut analysieren, mit den Jungs dann durchgehen und dann hoffentlich die nächsten Wochen dann besser machen. Arbeit ist auch ein gutes Stichwort. Ein paar Wochen sind noch, dann geht es gegen Steinbach weiter in der Regionalliga Südwest. Was haben Sie sich vorgenommen mit der Mannschaft für die kommenden Spiele, für den Start dann ins Frühjahr? Ja, wir wollen gleich zeigen, dass wir der FKP sind, dass wir ganz klar die Klasse halten wollen, dass wir im Pokal was erreichen wollen, ja, dass wir eine Mannschaft sind, dass wir vielleicht nicht die Möglichkeiten haben wie andere Mannschaften, die jetzt ins Trainingslager fliegen oder Sascha Mölders oder sonst wen verpflichten. Aber deswegen ist umso wichtiger, dass wir zusammenhalten und als Mannschaft agieren und auf dem Platz und auch neben dem Platz mit allen Menschen, die dazugehören, zusammen unser Ziel erreichen dann.